Errungenschaft freigeschaltet. Lebenslange Freunde. Cool. Und ja, sonst keine? After a certain number of summers, even something as familiar and ordinary as sitting around a campfire can feel heavy somehow. Burdened with meaning. Clouds of memories hung over us that night like smoke over the flames. Boah, ich war gerade so in Gedanken versunken, dass ich gerade nicht darauf geachtet habe, was sie gesagt hat. Aber sie hat halt gesagt, es ist schon ein komisches Gefühl, wieder ja, mit den Leuten beim Feuer zu sitzen. Es ist so, ja, es setzt sich doch so irgendwas Schweres ab. Guckt euch all diese Sterne an. Ich denke, ich werde mich nie dran gewöhnen, an diese natürliche Schönheit von diesem Berg. Ich auch nicht. Der Himmel war so bedeckt, da wo wir herkamen. Und da war immer, ja, da wurde sehr viel getrunken und gelacht in den Tavernen. Alles ist hier so still, so friedlich. Ich mag es hier. Es gibt viel mehr Platz zum Rumrennen und viel mehr Blumen. Und Mom wird nicht sauer, wenn wir draußen spielen. Die besten Spiele brauchen viel Platz zum Spielen. Ja, oder? Es ist echt seltsam. Ich habe all mein Leben mir sozusagen das Stadtleben schön geredet oder es romantisiert. Also, ja. Ich dachte, dieses Dorf ist einfach nur langweilig. Naja, ich würde ja nicht sagen, dass das so ganz falsch ist. Langweilig, ja. Aber so schlimm? Fireside ist eine gute Art von langweilig, komfortabel und still. Und es ist auch nicht so, dass hier nicht genug Abenteuer vorbeikommen in den Wäldern. Ja, ich denke schon, dass es war. Ich habe viele Erinnerungen vom Rumlaufen und Spielen mit Kelsey und Graham und den kleinen Finn auch. Vergiss meinen Bruder nicht. Er kam immer vorbei im Laden, voll mit Stöckern und Schmutz. Als wenn er 10 Jahre jünger wäre. Wie könnte ich Boris, den Brutalen, vergessen? Den teuflischen Oger, ja, der immer unsere Pläne durchkreuzt hat. Oh, Isaac. Du hast ihn Oger spielen lassen? Ich hoffe, er hat das nicht schlecht hingenommen. Hört sich lustig an. Ja, hört sich wirklich lustig an. Ich will einen Oger besiegen. Ja, du musst an einem anderen Tag die Oger besiegen. Ja, versucht jetzt, euch darauf zu konzentrieren, die Äpfel ja, zu verarbeiten und nicht dran ersticken. Okay, bitte? Oder sich verschlucken. Erzählt mir mehr Geschichten. Ich liebe es, mir das anzuhören, wie es früher war in Pyreside. Dieses Dorf hat so eine reiche und wunderschöne Geschichte. Was ist über Hazel? Es ist so beeindruckend, so eine talentierte ja, Schriftstellerin, die aufgewachsen ist in diesem kleinen Dorf. Also ist sie echt Schriftstellerin geworden. Ach, das ist ja schön. Hazel war immer also was Besonderes, clever und kreativ. Um ehrlich zu sein, überrascht es mich überhaupt nicht zu sehen, wie sie leuchtet wie ein Stern. Besonders wenn man sich vorstellt, wer sie erzogen hat. Hazels Eltern waren was ganz Besonderes auf ihre eigene Art und Weise. Die unser Farmhaus aufgebaut haben, richtig? Richtig. Sie waren, wie Brianna sagt, die ganze Familie war was Besonderes. Über William reden, über Molly reden. Ach, das ist so schwer. Ich möchte über beide reden. Aber ich nehme mal Molly. Weil sie gesagt hatte ja vorher, dass Molly für sie wie eine zweite Mutter war. Ja, sie war halt sehr gutherzig, ne? Und der beste Lehrer, jedes Kind, also was jedes Kind haben könnte. Oh Mann, das ist so emotional. Ich heul gleich. Ja, sie erinnert sich jetzt an eine Unterrichtseinheit über Axis. Ne? Ja, und sie hat ganz viele Fragen gestellt. Oh, Axis, der Mutige. Und so stark.
Leise, Mädels. Tante Lyric redet gerade. Ja, ich war so beeindruckt, dass ich kaum gemerkt habe, wie der Unterricht geendet hat und jeder schon weggelaufen ist zum Spielen in den Wäldern. Molly musste noch ganz viele Sachen machen, aber sie ist noch Stunden geblieben und hat mir alte Bücher vorgelesen und zusammen mit mir gelernt. Oh. Nachdem meine eigenen Eltern gestorben ist, gab es Momente, in denen ich mich verloren und einsam gefühlt habe. Ganz schön viele sogar. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass auf eine Art und Weise bin ich trotzdem mit einer Mutter aufgewachsen. Und das ist, warum ich meine Frau reden lasse. Was für eine schöne Geschichte, Lyric und Erinnerung. Ja, beachte bitte nicht, dass ich die Tränen aus den Augen wische. Molly hört sich an wie eine wundervolle Person. Ja, jemand, auf den man hochschauen kann, ne? Ihr zwei habt so viel für Pyreside getan. Ja, es ist so einfach für uns zu sehen, wie viel ihr gearbeitet habt und was ihr alles gemacht habt. Und es ist so schön zu sehen, dass das alte Farmhaus wiederhergestellt wurde, das ganze Dorf. Es war echt ein harter Winter. Und es gibt noch viel zu tun. Vielleicht kann jemand die alte Hütte beim Abhang auch noch reparieren. Das hören sich wie Sorgen für den Morgen an. Heute geht's nur darum, sich zu erinnern, oder? Erzähl uns eine andere Geschichte von den guten alten Tagen. Noch eine Story über Mom. Ja, über Mom. Lyric, liebe Lyric. Ja, sei sehr vorsichtig hier, okay? Mit dem Erzählen der Geschichten. Eine peinliche Geschichte erzählen oder eine herzliche? Also ich will mal nett sein und eine herzliche Geschichte erzählen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie dreckige Abenteurer zu uns gekommen sind ins Gasthaus und geschrien haben, dass sie ein Bad brauchen? Oh, ich war voll der Held damals, oder? Okay, erzähl weiter. Du hast meine Erlaubnis, diese Geschichte zu erzählen. Ich habe schon viele, ja, unhöfliche Gäste über die Jahre gehabt. Aber dieser war echt schlimm. Der war voll, voller Dreck und Schleim und ja, er wollte unbedingt ein Bad sozusagen und er hat Nein nicht als Antwort akzeptiert. Oh, was hast du gemacht? Also ehrlich gesagt hätte ich das einfach so hingenommen. Konfrontation war nie eine Stärke von mir, aber Kelsey. Ich habe ihn höflich daran erinnert, den Ton zu wechseln oder wir würden ihn nicht bei uns aufnehmen. Richtig, und dann? Und dann, als er nicht auf mich gehört hat, habe ich drastischere Maßnahmen ergriffen. Sie hat ihn mit einem Besen verhauen und ist ihm hinterhergerannt. Los, Mom! Mädels, Gewalt ist niemals eine Antwort. Aber wenn es einer verdient hat, dann der. Niemand redet mit meiner besten Freundin auf so eine Art und Weise. Das ist echt eine lustige Geschichte. Ich liebe diese Geschichten. Ich könnte die ganze Nacht mir zuhören. Ich fühle mich genauso. Kelsey hat schon ganz viele Erinnerungen erzählt von ihrer Kindheit, aber es gibt auch viele, von denen ich nichts gehört habe. Ich habe eine neue Weinflasche geöffnet. Ich bin sozusagen bereit. Ja, gib mir noch ein Gläschen, okay, Claire? Und ich denke, ich überlege mir noch über eine Geschichte. Es fühlt sich immer mehr und mehr an wie früher, oder? Ja. Och, Mann. Aber ich bin doch so ein bisschen
Ja, es sind echt nicht viele Leute, ne, die geblieben sind. Ich bin die ganze Zeit immer überlegen, ob noch jemand fehlt. Ach, Bailey, ist schon wieder gleich am Schlafen. Für ihn ist das schon zu viel, ne? Für den kleinen Rentner. Ich habe ehrlich nie gedacht, dass wir wieder hierhin zurückkommen, Graham. Zurück zu den ruhigen Tagen und die Abende voller Gelächter. Ich habe sie wirklich vermisst. Ja, jetzt wissen wir, dass wir das nicht als selbstverständlich ansehen sollten. Egal wie viele wir noch vor uns haben, wir sollten jeden einzelnen von ihnen genießen, zusammen. Jeden einzelnen von ihnen. Auch heute Abend? Auch heute Abend. Boah, mir fällt es voll schwer, die Tränen zurückzuhalten. Das ist echt. Uiuiui. Es sieht wieder so schön aus hier. Und ich bin so froh, dass wir nochmal die Möglichkeit haben, hier auch rumzulaufen, ne? Ach, sie hat Islas Zimmer ausgeräumt. Ja, wie gesagt, es kommen jetzt ziemlich viele Abenteurer wieder ins Gasthaus und sie hat das jetzt für die hier frei gemacht. Und Nanas Zimmer hat sie auch zu einem Gasthaus umfunktioniert. Ja, na, ich denke, Nana wäre stolz darauf, dass ihr altes Zimmer renoviert wurde in ein drittes Gasthaus. Also halt das Inner Suite, also schon gehobener, ne? Und ja, das Gasthaus war noch nie so beschäftigt wie jetzt. Aber dieses Mal denke ich mal nicht aus schlechten Gründen, sondern weil die Leute es genießen, ne? Ja, das ist ja wieder einfach nur das Gästehaus, ne? Und mit guten Bewertungen. Ja, und sie sagt, die Betten sind selten für lange frei oder besser gesagt, die Gästezimmer. Also es ist viel los. Oh, hier sind Abenteurer, die bis zum Mittag nicht aufgeweckt werden wollten. Und deswegen hat sie Zeit für sich selber diesen Morgen. Und das ist schön. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen rumrennen. Ein bisschen hier uns alles anschauen. Huch. Hä? Oh nein, sag mir nicht, das ist jetzt ein Bug oder so. No! Wie komme ich hier wieder raus, Leute? Was mache ich jetzt? So, und ich bin jetzt wieder da. Ich musste alles nochmal von neu spielen, weil ich natürlich nicht gespeichert habe. Ich bin ja so schlau. Ich glaube, ich mache das mal eben noch ganz schnell, dass ich einmal kurz speichere. Ich will nicht nochmal sonst alles machen. So. Okay, und weiter geht's. So. Ist schon ein komisches Gefühl, jetzt auf einmal hier weiterzuspielen. Für euch ist das ja kein Unterschied. Das waren ja nur ein paar Sekunden, aber da ich den Part nochmal spielen musste, bin ich jetzt so, Oh, jetzt sagt sie, vielleicht sollte ich aus einem der Gesangsbücher von Mom ein Spiel spielen. Ach, ein Spiel spielen. Ich meine, ein Stück spielen. Natürlich spielen wir ein Stück. Das mache ich ja voll gerne. Schau mal, mein Mikro ist irgendwie. Ach so, ich muss es selber spielen. Mich nicht konzentrieren. Nein. Ich ruiniere das Ende. Ich bin einfach schon zu emotional und meine Konzentration lässt dann nach, weil ich dann so voll drin bin und dann kann ich nicht gleichzeitig übersetzen, gleichzeitig hier alles drücken und
Ich bin einfach nur so froh, dass hier alles wieder gut ist. Und ich bin auch einfach glücklich und dankbar, dass wir jetzt nochmal hier rumrennen können, uns alles anschauen können. Das ist so herrlich. Und natürlich renne ich zuerst zum Ausblick. Oh, ich weiß nur nicht, ob ich jetzt eine Sequenz mit Kelsey bekomme, deswegen. Machen wir jetzt einfach. Nicht, dass ich gleich wieder von neu anfangen muss. That view had only gotten sweeter over the years. Oh. Or was I the one who had changed? Es ist noch schöner geworden. More deeply the sparkling waters and mountain breeze. Alles okay, Kelsey? Es ist nicht so, also es ist nicht deine Art, so still zu sein an so einem beschäftigten Morgen. Ach, meine Mädels sind draußen in den Wäldern am Rumspielen und ja, also ihr Shop, also ihr Laden öffnet momentan noch nicht, also hat sie Zeit, ne? Ja, und sie hat halt noch nie so viel Zeit und Raum gehabt wie jetzt. Ja, wir Bayerside-Leute, wir bewegen uns in einem sehr langsamen Tempo. Das ist das, was mir jedenfalls gesagt wurde. Der See ist so wunderschön. Ich habe das schon vergessen. Ja, das stimmt. Lyric, sei ehrlich mit mir. Wie schlimm ist es gewesen? Es war schlimm. Es ist egal. Ehrlich gesagt war das wirklich schlimm. Es war sehr schlimm. Oder es, ich sag's einfach, es ist so, wie es ist. Willst du es wirklich hören, Kelsey? Es wurde wirklich, wirklich schlimm. Ich dachte, ich werde nie wieder einen Sommer sehen. Ich habe versucht, Hilfe zu holen. Ich habe Briefe geschrieben zum König und habe ganz viele Münzen auch an Händler vergeben, aber die wollten alle nicht. Ja, diese Feiglinge. Ich weiß, Kelsey, du hast das alles schon erzählt. Das ist okay. Es gibt eine Sache, die ich nicht gesagt habe. Ich bin stolz auf dich, Lyric. Wirklich sehr stolz und dankbar. Mhm. Dankbar? Ja, Dummchen, das sind wir alle. Unser, ja, wertvolles Dorf, also unser wertvolles Dorf, wäre für immer verloren, wenn du und Graham hier nicht gewesen wärt. Mhm. Je älter ich werde, umso mehr denke ich darüber nach, was alles sein könnte, Wege, die ich folgen würde und ja, wo ich wäre, wenn ich das getan hätte. Ich bereue nicht den Weg, den ich gegangen bin in meinem Leben. Wie könnte ich, wenn jeder Tag, wenn ich meine Töchter sehe, sie sich freuen und spielen und wachsen, ist wunderschön. Aber es ist schwer, sich das nicht vorzustellen. Die ganzen, ja, Momente, wo man tausende von Entscheidungen getroffen hat, wie es wie anders wäre, halt einfach, ne? Ja, aber ich denke, es ist einfach, ja, kindisch und es macht keinen Sinn, drüber nachzudenken. Du hast recht oder es ist gut, drüber nachzudenken. Ich denke, es ist gut zu reflektieren. Ich denke nicht, dass es egal ist oder nutzlos ist. Es kann gut sein, über sein Leben zu reflektieren und auch über die Vergangenheit. Es kann dir helfen, dabei dankbar für das zu haben, sein, was du hast. Schau uns an, Lyric, was wir geworden sind. Ein paar von alten Hennen, die ja über den Zeitverlauf hier klackern. Es ist wahr. Aber ich denke, du würdest es nicht so gut auffassen, wenn ich dich eine alte Henne genannt hätte. Nein, das würde ich nicht. Aber wenn es das ist, was ich bin, bin ich froh, dass ich dich hier habe, dass bei meiner Seite, dass du auch mitgackerst. Ja, das ist schön. Ach, Bailey. Ja, Bailey verdient es so, sich zu entspannen nach all seiner harten Arbeit, die er früher gemacht hat. Kann ich mich jetzt einmal hinsetzen? Ja, ja, endlich. Ich wollte das die ganze Zeit. Seit der Kindheit wollte ich mich auf diese Schaukel setzen. Und endlich kann ich das tun. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht dann das Ende ist.
Ja, wenn ich herumschaue und sehe, dass das Dorf mit so viel Leben gefüllt ist, es fühlt sich irgendwie komisch an. Der Winter scheint nur noch wie so ein verschwommener Traum zu sein. Ach, Brianna ist wieder am Hämmern. Ja, der, genau. Also halt dieser Workshop ist wieder geöffnet, also die Schmiede und die Apotheke auch und auch das Bekleidungsgeschäft. Und ich werde es niemals mehr für selbstverständlich sehen. Es gibt natürlich Leute, die ich wirklich sehr vermisse. Sie werden immer mehr und mehr, je älter ich werde. Oh, wir haben voll das schöne Feld hier und Schafe. Ich bin so glücklich und dankbar für das, was ich habe. Besonders jetzt, wo ich weiß, wie es war, alles verloren zu haben.